So, willkommen zu Captain Claw Folge 2. Es geht weiter. Wir sind also jetzt aus dem Knast ausgebrochen. Und jetzt geht's weiter. Mit dem übertrieben geilen Spiel. Es ist einfach unglaublich. Ich könnte die ganze Zeit davon schwärmen. Wie ein Rentner von so einem kleinen 10-Jährigen. Ach ja, die Jugend. Genau, und es gibt halt auch in dem Fort hier, wo man ausbricht, gibt es halt auch Schlammpfützen, wie in jedem anderen ganz normalen Fort. Ich meine, zur Piratenzeit gab es halt auch Schlamm. Ne? Also, mir ist auch bewusst, dass ich nicht alle Schätze einsammle, aber es ist mir eigentlich relativ egal, weil ich bis jetzt noch nicht so richtig rausgefunden habe, wofür die gut sind. Ob man da irgendeinen Bonus kriegt. Ich glaube, man kriegt einfach nur Punkte, aber wofür die Punkte? Also man kann sich dafür, glaube ich, nichts kaufen oder so. Deswegen ist es mir relativ wurscht, ob ich da mal was vergesse oder nicht. Also braucht ihr mich dafür nicht gleich zu haten. Weil es ist einfach nicht wichtig. Ich bin gerade richtig in die Eier geschlagen, in die Hundeeier. Oh, und da schießt jemand mit Blei. Und zack, und ich komme da nicht rauf, und ich komme nicht rauf. Ich brauche einen. So, ich glaube, es wird Zeit, euch mal ein bisschen diesen Powerschub hier zu zeigen. Und zwar Kamehameha. Und der zerstört alles auf einer Linie. Dafür habe ich davon auch nur 4 Stück. Von den Dynamit habe ich auch nur 3. Und dann gibt es halt noch Pistolenschüsse. Die findet man am öftesten. Und ja. Ich habe das Spiel auch nicht auf irgendwie leicht oder normal gestellt. Es ist einfach die richtige Schwierigkeitsstufe. Also nicht wundern, dass es so ein bisschen leicht ist. Das wird noch viel, viel schwerer. Und dann, spätestens dann, müsste man eigentlich merken, wenn man das spielt, wie verweichlicht man eigentlich durch die Spiele, die jetzt so gespielt werden, ist. Weil früher waren einfach mal die Games viel, viel schwerer. Gerade auch, keine Ahnung, wenn ihr das vielleicht kennt, diese ganzen Sonic-Spiele oder sowas, wo man den ganzen Spielablauf über gar nicht speichern kann und dann alles von vorne machen muss, wenn man irgendwie seine 3 Leben da verliert oder so. Hier ist es so ähnlich. Ich glaube nur, dass hier die Level gespeichert werden, die fertig gespielten Level. Ich glaube, mehr wird hier nicht gemacht. Huyu. Huyu. Zack. Assassin's Creed. Wow. Ja. Ich hoffe, mir passiert nicht wieder so ein beschissener Fehler wie vorhin. Im ersten Level mit den Stacheln. Booyaka! Zack, zack. Richtig einen aufs Maul. Und jetzt will ich darauf. Und ich will das Kreuz holen. Und die 2 Münzen. Und bam. Ich sahne richtig ab. Wenn es im wirklichen Leben so gehen würde, dann wäre ich jetzt schon reich. Immer so 1-Euro-Münzen. Und noch 1 Euro und noch 1 Euro. Und ein Munitionsbeutel. Und da unten ist ein Ultrahammer-Schwert. Und ich muss mal kurz schneiden. Sorry, bin gleich wieder da. So, das war die kurze Pause. Entschuldigung. Wahrscheinlich ist es extrem, wirkt es extrem bekloppt bei euch gerade. Ja, und das Feuerschwert. Ja, ich muss kurz schneiden. Die ganze Zeit hier eins auf die Fresse einfach. Ja, ich muss kurz schneiden. Zack, da bin ich wieder. Boom, Multikill. Und jetzt. Ich glaube, jetzt sind wir gleich wieder am Ziel. Ah. Also ich bin echt nicht mehr so geskillt wie früher.
Wow. Komm schon. Jetzt aber. Was ist denn los? Jetzt. Ui. Ich brauche unbedingt so einen Heiltrank. Ja, der war zu klein. This looks challenging. Boom, boom, boom. Gotta get, get. Gotta kit, get. Gotta Snickers. Boom, boom, boom. Gotta Snickers. Zack, und zack, und zack, 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 zack. Assassin's Creed. Und schon wieder ein Attentat. Und... Safe game now. Landlover. Ui. Kannst du mir mal verraten, weil ich wissen soll, dass da jetzt so eine Kanonenkuh... Und es war ein Portal. Und jetzt geht's runter. Mal sehen, was passiert, wenn wir hier drin sterben. Gar nichts. Man kriegt eine Kanone gegen den Kopf. Nicht eine Kanonenkugel, sondern eine ganze... Oh, ey. Das kann's ja nicht sein. Oh Mann, ey, das war ja... Was war das denn für ein Scheiß, ey, gerade? Drecksaktion. Ist auch kein Bock mehr hier auf den ganzen Scheiß hier. Da wartet man schon, dann kriegt man trotzdem einen aufs Maul. So, jetzt aber. Endgegner. Ja. Habe ich doch gesagt. Captain Nathaniel J. Claw. It's payback time, Laro. Payback time. Defeat Larox. Richtig aufs Maul. Komm, komm, komm. Ich wette, er besiegt mich aber trotzdem. Nein. Und er hat den Diamant fallen lassen. Und den nehmen wir jetzt. Und das ist der Abschluss von Level 2. The Food Path. Und das sehen wir in Folge 3. Bis zum nächsten Mal.